Dies ist eine automatische Nachricht der Pearl Gates Incorporated, dem Bereitsteller aller Leben nach dem Tod Verarbeitungen der letzten 400.000 Jahre. Umika Fukasawa schrie weiter, in Schmerz, vor Verwirrung, vor Frustration. So wie sie auch die letzten 40 Minuten verbracht hatte. Sie hatte schon lange den Punkt überschritten, an dem sie hätte tot sein sollen, als Umika sich vor die näher kommende U-Bahn stürzte. Ihr zerstörter Körper war kein schöner Anblick, wie die entsetzten Augenzeugen bezeugen könnten. Keinesfalls könnte sie überhaupt noch am Leben sein. Jetzt war sie es aber. Ihr intakter Kopf funktionierte nach wie vor. Immer noch in der Lage, eine plagende Mischung aus Heulen, Sprechen und Schreien von sich zu geben, die sich wirklich niemand zu hören wünschen könnte. Wegen eines unvorhergesehenen Anstiegs der Arbeitsbelastung in den letzten 100 Jahren stehen wir derzeit vor einem massiven Rückstand von Seelen, die noch ordnungsgemäß verarbeitet werden müssen. Dies übertrifft unsere Systemleistung und verringert die Effizienz und Zuverlässigkeit unseres Systems. Wir führen daher eine komplette Überarbeitung des Verarbeitungssystems durch. Gerald Templeton konnte den Schmerz fühlen, welcher von den zerfetzten Überresten seiner selbst zu kommen schien. Es schmerzte viel mehr als jeder Schmerz, den er zuvor gespürt hatte. Schmerz, der ihn mit jeder Sekunde mehr und mehr zu verschlingen schien. Aber Gerald fuhr damit fort, den rotznäsigen Punk anzustarren, der seine Tochter verletzen wollte. Der junge Mann konnte nur schockiert zurückblicken, als der Vater, der tot sein sollte, sich weiter über ihm erhob, während er die drei aufgesetzten Schüsse in seinem Herzen ignorierte. Mit überraschender Schnelligkeit für einen übergewichtigen Mann holte Gerald aus und packte den Möchtegern-Mörder an der Kehle, bevor er ihn hochhob. Der Punk schrie, fragte Gerald, wieso er einfach nicht sterben wollte. Gerald hatte eine Tochter, die er beschützen musste. Für ihn war es noch nicht Zeit, um tot zu sein. Allerdings müssen wir alle aktuellen Seelen verarbeiten, bevor wir das neue Verarbeitungssystem installieren können. Daher wird jeder ausgehende Verkehr aus diesem Leben vorübergehend ausgesetzt, bis die Verarbeitung erfolgt ist. Wir nehmen an, dass das 3,9 Jahre in Anspruch nehmen wird. Da wir dies noch nicht in Angriff genommen haben, bitten wir alle zu dieser Zeit lebenden Wesen, ihr Bestes zu tun, um während dieser Zeitspanne der notwendigen Instandhaltung nicht zu sterben. Wir wissen nicht, was mit Individuen passiert, die wir in der Zeit des Systemausfalls nicht verarbeiten können. Andy Renault seufzte, als er sich im sonst leeren Bett aufrichtete. Der alte Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg hatte die Nachrichten gehört. Über Leute, die nicht sterben konnten, egal was sie auch taten. Nicht einmal Altersschwäche konnte jemanden dahinraffen, wie er in der Nacht zuvor selbst gemerkt hatte. Er war die letzten 6 Stunden wach gewesen. Er schaute auf das Bild von ihm und Estelle von vor 3 Jahren, genau bevor sie das Zeitliche gesegnet hatte. Er wollte bei ihr sein, in egal welchem Leben nach dem Tod, das ihn auch erwartete. Es war ihm lieber, als allein zu sein. Allein, um mit seinen Erinnerungen und der Reue nicht früher gestorben zu sein. Wir entschuldigen uns für jedwede Unbequemlichkeiten, die dadurch verursacht werden könnten.